Zerquetschtes Paket mit Vorsicht zerbrechlich. Vorsicht Glas. Mal gucken. Wahrscheinlich kommen uns die ganzen Einzelteile entgegen. Ja, das wird was. Das wird aber, ich bin ja schon hier vorbereitet, ne, zum Aufschneiden. Wir haben das treue Hackebeil dabei. So wie sie es gehört. Dann schneiden wir doch mal, oder? Was schneiden wir denn zuerst auf? Oben oder unten? Komm, machen wir hier. Machen wir, ja. Hackebeil ist praktisch, wenn man Würstchen in Scheiben hacken möchte. Naja, ich möchte ungern Würstchen jetzt hacken. Meine Freundin sagt, du sollst mal mehr erzählen, wie es so war und was du so erlebt hast. Uff. Ich wurde zum Tanzen gezwungen. Ich war 3,5 Monate in der Wüste. Alles staubig und sandig. Ja, aber wir haben jetzt nicht so viel angeguckt. Wir waren in Kanta im Hochland zweimal. Wir waren halt in Lima, wollten uns auch so ein Schmetterlatorium angucken. Also, wie heißt denn das auf Deutsch? So eine Schmetterlingsfarm in etwa, ne? Bist du der peruanischen Mafia begegnet? Nein, aber während ich da war, wurde Elisabeths Bruder ausgeraubt von 6 Leuten, die ihn mit Messern bedroht haben, als er von der Arbeit raus ist. Ansonsten, genau, wir wollten uns das angucken, sind auch zu dem richtigen Park hin und so. Das war am, ich glaube am 28. Dezember oder so. Dann wollten wir da hin und dann hat das zugehabt, weil die da ein riesen Weihnachtsdorf hingeklatscht haben bis zum 7. Januar. Hey. Ja, ansonsten, wir waren in. Warte mal, waren wir da? Doch, wir waren in Ural. Da habe ich die Bilder noch nicht auf Patreon hochgeladen. Aber von allen anderen Sachen. Weihnachten ist da auch ganz wild. Du hast halt überall Weihnachtsdeko, überall Weihnachtsmusik. Die Leute laufen mit so normalen Weihnachtsmützen und sowas rum. Und es hat 25 Grad. Und du hast dann die Palmen und die haben keine richtigen Nadelbäume. Es ist Wahnsinn. Es ist Wahnsinn. Dann sitzt du da an Weihnachten mit deiner heißen Schokolade, isst dein Panettone und schwitzt dabei. Es ist krass. Aber hat schon Spaß gemacht. Und zu Weihnachten ballern die wie die Verrückten. Mit der Familie von Liesel gut zurechtgekommen? Ja, wobei mich das mit der Mutter manchmal genervt hat. Das habe ich aber auch der Elisabeth gesagt. Die Mutter ist so ein bisschen. Ja. Also mich hat aufgeregt generell, dass immer überall Musik ist. Immer. Da läuft immer ein Handy mit Musik, auch wenn die Leute miteinander reden. Und dann hast du von draußen noch den Straßenlärm und du sollst dann nuschelnde, auf Spanisch im Dialekt sprechende Leute verstehen und so. Irgendwann habe ich dann einfach abgeschaltet, ne? Aber ansonsten habe ich mich schon gut verstanden. Ich habe ja mit dem Vater so jeden zweiten Tag in der Werkstatt zusammengearbeitet. Der hat mir beigebracht, wie man Schmuck macht und so. Ich habe auch ja, noch nicht allen Schmuck von mir mitgenommen. Es sind noch. Oder warte. Doch, ich glaube, ich habe den ganzen Schmuck von mir mitgenommen. Es sind noch ein paar Steine übrig geblieben. Das wird mir der Vater noch setzen, wenn die Elisabeth kommt. Die nimmt das dann mit. Ja, vielleicht kann ich euch nachher auch ein bisschen was zeigen von dem Schmuck, den ich gemacht habe. Aber gucken wir doch mal hier rein. Also ich sehe schon. Ordentlich Papier, es ist wohl nichts zu Bruch gegangen. Ah, raschel, 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 raschel. Sexy. Hübsch. Fühlt sich auch. Also fühlt sich nice an. Also ist richtiges Glas. Mit ne, hier allen möglichen Hörnchen von
Da. Intimschmuck. Die Tassen haben wir auch. Wenn ihr auch Tassen haben wollt, getshirts.de/podderich. Aber auf jeden Fall schon mal eine Hörnchentasse mit Astronaut. Weihnachten ist auch dabei. Sehr cool. Ja, da werden wir auf jeden Fall nachher einiges draus trinkonieren. Dann die Tasse, die auch Atlas bestellt hat. Oh, das ist super. Also Super Saiyajin Hörnchen ist schon eigentlich ganz cool. Obwohl ich mag Gelb nicht so, aber dazu passt das richtig. Das ist nice. Haben wir denn sonst noch so? Was haben wir denn sonst noch wo? Ist auch interessant, dass die Farben auch so ein bisschen durchsichtig gemacht sind. Auf jeden Fall vor der Benutzung ausspülen, aber Secret Service Hörnchen auch sehr cool. Ah ja, und die Tassen gibt es auch im Bundle. Ich glaube, 25% günstiger. Irgendwie sowas. Oh ja. Oh ja. Es ist mein neues Lieblingshörnchen. Hier mit Bayern-Lederhosen und sowas, ne? Hast du den Peruanerinnen eigentlich mal unters Röckchen geschaut? Hab gehört, das untere sieht ja ganz normal. Hallo, es ist hier noch nicht mal 19 Uhr. Natürlich habe ich den nicht unters Röckchen geguckt. Hast du mal einem Schotten unter den Rock geguckt? Alright. Eine Sache ist hier noch drin. Ich wollte gerade sagen, eine Umhängetasche. Wo ist da das Hörnchen? Ich habe das Hörnchen gefunden. Das wird also hier dran geklebt. Auch interessant. Nice. Kannst dann hier. Oh, das ist ein bisschen schade, dass die dann hier umgeknickt wird zum Zumachen, wenn man möchte. Das ist eigentlich ganz cool. Warte, vielleicht ist das aber auch. Hahaha! Besser, oder? So ist es besser. Ja, Sadek hat mich heute schon live erlebt. Ich bin natürlich heute auf Arbeit gegangen, weil ich meinen Arbeitsplan haben musste. Polis Demenz. Der liest es wieder vor. Was? Und jeden, dem ich begegnet bin, so: Und? Hast du die Elisabeth wieder mitgebracht? Wann kommt die Elisabeth wieder? Ich dachte, es geht hier um mich. Der Rest war der Frisurkenner. Sehr cool. Das ist auch richtig gut gemacht. Ja, das ist nice, das gefällt mir. Ich glaube, die Tasche ist öfter im Einsatz. Schnickerinnung. Ja, und in der anderen Box, lass hier mal kurz die Tassen mal wieder reinmachen. Ich habe hier sonst keinen Platz für nix. Ich glaube, ich darf die TV im Laden nicht anzapfen. Bist du dir da sicher? Ich weiß, dass der Chef eigentlich nicht in den Raum darf. Weil er sonst als Mitarbeiter überwachen gelten kann. Stelle ich. Mach ich mal nach unten. Sollst du mir dann nur Fotos bringen? Nee, 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 nee. Fällt, glaube ich, auf, wenn ich da mit dicker Kamera da. Das lassen wir.
wo kein Klinker, da kein Richter. Ja, das stimmt allerdings, ne? Ja, und hier alle anderen Designs, die machen wir, ist nicht alle raus, die werde ich auf jeden Fall heute im Verlauf des Tages und morgen im Verlauf des Tages benutzen und einweihen. Ach, so viel mehr Zeug zum Abspülen. So, Täschchen hier drauf. Ich bring mal die Kartons weg. Ich brauche natürlich. Ich hab ganz vergessen. Moment, ich bin gleich wieder da. Und dann kommt Bärchen auch wieder ins Bild. Ich habe auch Dingensumes Kirchen hier Berthold wieder mitgebracht. Ach ja, stimmt. Am Ende vom 24-Stunden-Stream werden wir den Namen von Bertholds Frau festlegen. Ich glaube, da muss ich auch noch einen Command dazu machen. Nicht reinknödeln. Iu. Iu. Au. Wenn ihr auch hier Merch und sowas haben möchtet, getshirts.de/potterich. Wenn ihr einen Gutschein zum Merch-Shop haben möchtet, über 10 Euro, im Discord in den Merch-Channel reinschreiben, dann werden wir unter den Leuten, die das gemacht haben, das demnächst auslosen. Und ich gehe jetzt ins Bett.